Hallo ihr Lieben, es gibt mal wieder ein neues Video von mir, wie ihr seht. Und zwar gibt es auch Neuigkeiten. Ihr habt bestimmt im letzten Video schon gesehen, dass jetzt bald mein Buch tatsächlich erscheinen wird. Erstmal als E-Book auf Amazon erhältlich. Mia und Luna heißt das. Es wird aber auch noch ein Taschenbuch geben und ein Hardcover. Das E-Book ist ab 1. Februar erhältlich. Kann jetzt vorbestellt werden, wer Interesse hat. Ist auch ab 1. Februar zu bestellen, dann kriegt ihr das gleich. Und Taschenbuch und Hardcover werden demnächst noch hinzugefügt werden. Ich kann da noch keinen genauen Termin sagen. Also Wunschtermin wäre, dass es auch ab 1. Februar erscheint. Aber ich glaube, das wird etwas schwierig werden umzusetzen. Von daher wird das wahrscheinlich etwas später dann noch dazukommen. Ja. Dann würde ich euch noch mal kurz den Klappentext vorlesen, also den auf der Rückseite des Buches. Ist nur ein kurzer Text, nicht wundern. Ich wollte nicht spoilern darin, aber schon ein bisschen Interesse wecken. Ja, also die Schulzeit wird für Mia zunehmend belastender, denn es ist etwas anders. Verzweifelt wird sie von ihren Eltern in Psychotherapie geschickt. Doch was hat es mit dem Therapeuten und dem magischen Amulett auf sich, welches sie geschenkt bekommen hat? Ja, das war es auch schon. Ich hoffe, es weckt etwas Interesse bei euch. Also, das Buch ist ab 10 Jahren zu erhalten. Ist bestimmt auch für jüngere Kinder geeignet. Ich dachte nur, 10 ist ein Alter, wo man dann auch die Zusammenhänge etwas vielleicht besser versteht, aber ich kann mich auch täuschen. Also ist bestimmt auch für jüngere Kinder nicht verkehrt. Ja, und mir ist auch aufgefallen, dass ich habe ja immer relativ viele Klicks, aber ich habe wenig Abonnenten. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr auf das Abonnieren-Button klicken würdet. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Dann seid ihr ja gleich informiert, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Ja, und notiert schon mal den 1. Februar. Da kommt mein Buch raus tatsächlich. Ja, in Zusammenarbeit mit der Anita Barbig. Also sie hat mir das Cover gestaltet und macht auch den Buchsatz gerade noch. Deswegen wird es noch ein kleines bisschen dauern. Das war jetzt erstmal im Korrektorat. Und ja. Wird aber dann auch bald fertig gestaltet sein. Tschüss!